Einen wunderschönen guten Tag hier aus Baden-Baden. Und das Thema von heute ist aus der Themenreihe Energiewende, Ende Gelände und mein Gast, vielen bekannt, Franz Alt. Ich grüße Sie. Grüße, Herr Aslan. Normalerweise sind wir in einem Café. Ich muss feststellen, Sie haben einen wunderschönen Wintergarten, wunderschönen Garten. Ist auch Ihr mit Thema. Mit Kaffee, wie Sie sehen. Mit Kaffee und der ist lecker. Garten, das ist Ihr Thema. Oder? Im Grünen, ja. Im Grünen. Was treibt Sie an, Herr Alt? Also thematisch treibt mich an, wenn ich an die Zukunft denke und an die Zukunft meiner Kinder, die Energiewende. Das ist das große Thema. Die Energie, die falsche Energie, die wir heute nutzen, sie ist verantwortlich für viele Katastrophen auf der Welt. Einmal für den Klimawandel, zum Zweiten für große Unfälle, siehe Fukushima, siehe Tschernobyl, siehe Harrisburg in Amerika vorher, siehe Tscheljabinsk in der alten Sowjetunion. Das alles waren Atomunfälle, also alle 10.000 Jahre sollte einer passieren. Alle 10 Jahre ist einer passiert, so schnell vergeht die Zeit. Die klassischen Energieträger, Kohle, Gas und Öl, machen das Klima kaputt. Sie haben schon deshalb keine Zukunft. Und alle heutigen Energieträger gehen zu Ende. Ohne Energie allerdings geht gar nichts. Deshalb muss man sich um erneuerbare, friedliche, nicht das Klima schädliche, ungefährliche, kostengünstige Energieträger für alle organisieren. Und das ist die Sonne, der Wind, die Biomasse, die Erdwärme, die Wasserkraft und die gesamte Palette der erneuerbaren Energien. Wenn Sie jetzt die Frau Merkel fragen würden oder den Herrn Röttgen, die würden sagen, wir machen das ja schon seit 15 Jahren. Ich habe eine Zuschauerfrage bekommen aus Anhalt-Bitterfeld. Derjenige, der das geschrieben hat, arbeitet bei Q-Cells. Und wir haben jetzt ein bisschen mitbekommen. In den letzten Jahren ist ein Unternehmen nach dem anderen pleite gegangen. Woran liegt das? Das liegt einmal daran, dass die Politik hier wirklich falsche Signale setzt. Also das Erneuerbare Energiegesetz, das die Energiewende positiv vorangetrieben hat in Deutschland, wird gerade kaputt gemacht von dieser schwarz-gelben Regierung. Das ist falsch. Ausgerechnet der Wirtschaftsminister zerstört die Photovoltaikbranche. Q-Cells ist ja nur einer der Firmen, die vor der Insolvenz stehen oder schon insolvent gegangen sind. Insofern muss ich sagen, Herr Rössler, denk mehr an die Wirtschaft und mehr an die Zukunft und mach nicht die zukunftsfähigen Wirtschaftsfirmen kaputt. Das ist nun mal die Solarbranche. Das ist die wichtigste Zukunftsindustrie überhaupt, die wir brauchen, wenn dieses Deutschland Zukunft haben soll. Insofern ist es falsch, was die Bundesregierung jetzt da macht mit der Solarwirtschaft. Es wäre besser, mit Augenmaß eine Kürzung der Einspeisevergütung vorzunehmen als per Kahlschlag. Aber ich gehe mal davon aus, wenn ich überlege, was der politische Hintergrund ist, den Herr Rössler und Herrn Röttgen antreibt. Man hat der alten Energiewirtschaft auf einmal 8 Atomkraftwerke weggenommen. Und die nächsten werden in den nächsten Jahren geschlossen werden. Also brauchen Sie einen Ausgleich. Kohle- und Gaskraftwerke, neue. Und die Erneuerbaren sind ja so erfolgreich gewesen in den letzten Jahren, dass die alte Energiewirtschaft befürchten musste, dass sie gar keine Geschäfte mehr machen kann. Also ein bisschen muss man sie noch peppeln. Also muss die Solarenergie ausgebremst werden, obwohl es die umweltfreundlichste Zukunftsenergie überhaupt ist und die kostengünstigste aller Zeiten, weil die Sonne keine Rechnung schickt. Und deshalb hat man dieses erneuerbare Energiegesetz ausgebremst. Das ist der einzige Grund. Einen anderen rationalen Grund kann ich mir nicht vorstellen. Man muss der alten Energiewirtschaft, diesen armen Leuten bei RWE und E.ON noch ein bisschen unter die Arme greifen. Unterstützen. Also ich habe ja gesagt, Zuschauer, der bei Q-Cells arbeitet hat, stellt sich diese Fragen, warum gehen diese Firmen kaputt? Sie erleben ja einige praktische, gute Beispiele, wo etwas vorangeht. Können Sie so 2, 3 Projekte nennen, wo Sie sagen, das war in der letzten Zeit etwas, da konnte ich einer Sache beiwohnen, das hat Zukunft? Ich sage mal ein kleines Beispiel, ein ganz kleines Beispiel. Nach einem Vortrag, ich habe ja so etwa 200 Vorträge pro Jahr weltweit, kommt eine Frau zu mir und sagt, ich habe jetzt in 4 Jahren 4 Vorträge gehört von Ihnen und jedes Mal ist was passiert. Dann sage ich, was denn? Dann sagt sie, nach dem ersten Vortrag, den ich von Ihnen gehört habe, kam bei uns eine Photovoltaikanlage aufs Dach.
Nach dem zweiten Vortrag kam ein Pelletofen in den Keller. Pelletofen, also diese kleine Holzstückchen. Erneuerbare Energie. Nach dem dritten Vortrag kamen Sonnenkollektoren für Solarwärme auf unser Hausdach. Und nach dem vierten Vortrag hat mein Mann und ich gerade beschlossen, wir kaufen ein kleineres Auto, es muss nicht so eine große Kiste sein wie bisher. Das freut einen natürlich, da sieht man, man arbeitet nicht umsonst und ich spüre und weiß, nach jedem meiner Vorträge passieren solche Geschichten. Eine etwas größere, vielleicht spektakulärere Geschichte. Ich habe 1992, als ich Report abgegeben hatte und in der ARD ein Zukunftsmagazin gründete, das Buch geschrieben, Schilfgras statt Atom, also Bioenergie statt Atom, das war die Intention. Ja, da wurden sie geteert und gefedert. Ich alle Journalisten, wirklich alle, die ganze deutsche Journalie hat damals gesagt, jetzt ist der All völlig durchgedreht, Gras statt Atom. Also ich meinte Bioenergie, aber das war symbolisch gemeint. Schilfgras bedeutet die schnellst wachsende Pflanze der Welt, also eine sehr effiziente Energiepflanze. So ein Atomkraftwerk, das konnte sich ein typisch deutscher Journalist gut vorstellen, das ist viel Power. Jetzt kommt da einer und sagt Gras statt Atom, der muss eine Meise haben. 10 Jahre später durfte ich das in Norddeutschland das erste Schilfgraskraftwerk in einer Firma einweihen, die 100% von Gas auf Schilfgras umgestellt hat. Und jetzt vor 4 Wochen habe ich bei einem ganzen Dorf mit dafür sorgen dürfen, dass ein Biokraftwerk eingeweiht wurde, das auf Schilfgrasbasis beruht und mit Schilfgras versorgt wird. Hoffenheim, das ist der kleine Ort, der einzige Ort in Deutschland, der es geschafft hat, in der Bundesliga zu spielen, Hoffenheim bei Heidelberg. Und jetzt spielt Hoffenheim in der Schilfgras-Bundesliga. Und ein ganzer Ort wird mit Schilfgras, per Schilfgras mit Wärme versorgt. Wenn die Zuschauer jetzt wissen wollen, wo sie da alle, wo sie ihre Vorträge halten, was für Projekte sie gut finden, wo kann man das sehen? Also meine Frau betreibt unsere Internetseite sonnenseite.com. Jeden Tag 10.000, 12.000 Zuschauer, Besucher zurzeit. Und auf dieser Sonnenseite, sonnenseite.com im Internet, kann jeder sehen, wo ich gerade meine Vorträge halte. Morgen Abend bin ich in Gelsenkirchen, vorgestern Abend war ich in Bayern, am Tag zuvor auch in Bayern zu Vorträgen. Also ich habe so rund 200 Vorträge im Jahr und wer da mich besuchen will, ist herzlich eingeladen. Sonnenseite.com, dort finden Sie meine Termine. Wird bestimmt eingeblendet. Ich habe immer 3 Begriffe in jeder Ausgabe und bitte immer um 2 oder 3 Assoziationen. Der erste Begriff wäre Gott. Urkraft, Urenergie. Gott ist Energie. Ohne die Urenergie, ohne die gar nichts laufen könnte. Alternativlosigkeit. Das ist das Unwort des Jahres. Es gibt immer Alternativen. Die Maggie Thatcher und der Ronald Reagan waren von diesem Unwort geprägt. There is no alternative. Das ist furchtbar. Es gibt immer Alternativen, man muss nur ein bisschen nachdenken. 3. Begriff, Sachzwänge. Wehe uns, wenn uns die Sachen zwängen. Also wir sollten über den Sachen stehen. Der Geist ist wichtiger als die Materie. Der Geist ist die Urkraft. Ich glaube, es gibt gar keine Materie. Alles ist Geist. Für mich ist Geist ein anderes Wort für Gott. Sehr schön, sehr schön. Nehmen wir an, da sind einige Menschen, die hier zuschauen. Was ist der Tipp, den Sie jetzt jedem geben könnten? Was würden Sie sich wünschen von den Menschen? Also ich wünsche mir, dass in diesem reichen Deutschland nicht so viel gejammert wird, sondern mehr angepackt wird. Wir haben so viele Chancen in Deutschland. Wir haben so viele Möglichkeiten, vieles intelligenter zu machen, zukunftsfähiger zu machen als bisher. Also unsere Eltern haben das ja nach 19, also meine Eltern, ihre Urgroßeltern haben das ja mit dem Deutschland nach 1945 gar nicht so schlecht gemacht. Insgesamt, wenn man mal absieht davon, dass es den Menschen in der DDR, die in Unfreiheit leben mussten, und das ist ja inzwischen Gott sei Dank überwunden, insgesamt leben wir ja in einem reichen Land, in einer reichen Region, gesegnet mit allen Schätzen, die man sich auf dieser Welt wünschen kann. Aber trotzdem jammern wir auf hohem Niveau. Mir wäre es lieber, manchmal habe ich den Eindruck, wir Deutschen, wir haben so ein zweites Gehirn eingebaut, so eine Art Jammerlappen. Dabei hätten wir alle Voraussetzungen, vieles einfach intelligenter zu machen. Weniger jammern, mehr tun, die Alternativen, nicht die Alternativlosigkeit, sondern die Alternativen mehr nutzen, die sind da.
Und wenn ich nochmal auf die Energie zurückkommen darf, im Bereich Energie, ist das ja auch ökonomisch, nicht nur ökologisch interessant, die Alternative. Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Welch eine Chance. Der Wind schickt uns nie eine Rechnung. Auf Energieträger zu setzen, die Geschenke des Himmels sind. Das ist himmlische Energie, die uns zur Verfügung steht. Jede und jeder kann das nutzen. Wir müssen es nur endlich machen und nicht nur reden drüber. Dankeschön für dieses Kraftpaket. Herr Alt, ich werde es mitnehmen. Ich habe einen sehr energiegeladenen Menschen kennengelernt, der viel verändern möchte. Sie sind 73. Ich hoffe, Sie machen so weiter. Sie machen, glaube ich, vielen Man Menschen kann auch gut. mit jungen, mit grauen Haaren jung denken. Jawohl. Dankeschön Bitte für schön, den Herr Aslan. gemeinsamen Kaffee. Auch ich wünsche Ihnen gute Zeit und viel Erfolg. Dankeschön. Machen Sie es gut mit diesen schönen und wichtigen Zukunftsthemen. Dankeschön. Ansonsten grüße ich all meine Abonnenten und Energiewende, Ende Gelände geht weiter mit Hans-Josef Fell. Aber das nächste Thema ist die Kraft der Satire und mein Gast Petra Nadolny richtig auf Switch. Bis zum nächsten Mal.